Der Verschleiß ereilt uns ja alle, das heißt, jünger werden wir nicht mehr, aber man kann natürlich gucken, dass man die Gelenke beweglicher hält, das heißt, gewisse Bewegungsübungen kann man machen. Man kann die Ernährung ein bisschen umstellen, das heißt, versuchen, sich gesund zu ernähren, ausgewogen. Es gibt auch Sachen, die eher schädlich sind. Schweinefett ist da ein ganz großes Thema zum Beispiel. Man kann bestimmte Vitamine dazu nehmen, dass man versucht, über die Radikalfinger, Vitamin C oder Vitamin E, so ein bisschen die Reaktion des Körpers runterzufahren. Das heißt, das Prinzip ist ja oft die Entzündungsreaktion, die uns da dann am Ende die Beschwerden macht. Gar nicht der Verschleiß selber, sondern die Reaktion des Körpers auf diese mechanische Geschichte. Und die kann man immer so ein bisschen versuchen, runterzudrücken.